Hey ho, meine lieben Freunde, willkommen zurück im Wilden Westen bei der Musik. Und wir machen mal weiter, weil wir wollten ja gucken, ob wir da vielleicht hinkommen. Warte mal, war hier noch irgendwo Eisen? Nein, okay. Gerade nochmal ausleuchten, so just for fun. Kann ja sein, das wäre echt toll. Es sieht auf jeden Fall schon ein bisschen so danach aus. Aber die Karte ist halt auch nicht so 100% genau, leider. Also es kann sein, dass man noch ein paar Meter nach oben oder nach unten muss. Das ist ein bisschen doof. Warte. Wir probieren mal nach oben zu kommen. Aber es sieht noch nicht so toll aus, muss ich zugeben. Das habe ich mir ein bisschen besser erhofft. Oh, aber au. Au, blödes Kies, ey. Oh ja, oh ja, oh ja, sehr schön, sehr geil. War doch nicht so schlecht. Und hier ist auch ausgeleuchtet, das heißt, wir waren ja schon irgendwo. Angeblich. Sehr geil. Boah, Alter, ist aber auch dunkel hier, obwohl ich ausgeleuchtet habe, ne? Warte mal, wir machen das gerade mal ein bisschen weg. Ja, das kann man dann echt nutzen als Weg nach unten. Eventuell kann man natürlich noch, was weiß ich, einen Wasserfahrstuhl machen oder was noch so alles geht. Also in Minecraft gibt es da schon einige Möglichkeiten. Boah, nur 14 Fackeln, ist ja ein bisschen mies, ey. Oh, hier ist auch Eisen. Okay, lassen wir aber mal da. Ist jetzt gerade nicht so wichtig. Jetzt halt die Frage, ne? Wo kommt man von hier aus jetzt hoch? Aha, hier ist die Schlucht. Alles klar. Sehr geil. Ja, ich hätte mal wieder ein paar Schilder mitnehmen können. Ich habe ja Holz dabei. Stöcke habe ich auch dabei. Warte. Das mache ich jetzt mal extra für euch, meine lieben Freunde, weil ich weiß, ihr seid immer so geil drauf, dass ich mal Schilder verwende und ich verwende nie Schilder. Das wird ab heute geändert. So, hier geht der Weg nach unten. Warte mal, da kann man ja auch eigentlich mal ein bisschen cleverer sein. Alter, was ist das gerade für eine Ork-Musik, Mann? Rocktar. Wir ziehen in den Krieg. Wir sind Orks. Warte mal, ich mache hier nochmal eine Fackel hin. So, das ist ausgeleuchtet. Wunderschön. Und erstmal diese Werkbank hier hinsetzen. Was bin ich denn? Alter, was mache ich denn? Heute bin ich irgendwie voll langsam und verpeilt. Keine Ahnung. So, das wollte ich machen. Zack. Keine Ahnung, wie viele wir brauchen werden. Wir machen auf jeden Fall mal eine ordentliche Anzahl. Naja, 12 Stück ist jetzt keine ordentliche Anzahl, muss ich zugeben. 15 Stück ist jetzt zwar auch nicht viel besser, aber hey, es geht halt nicht besser. Dich nehmen wir wieder mit. Ich will dich besitzen und haben. Her damit. So. Achtung. Pfeil nach links markieren. Ja. Was schreibt man da jetzt am besten? EP-Farm. Fertig. Was anderes wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Hier geht's zur EP-Farm. Und hier gibt es ja eigentlich auch nur einen Weg. Warte mal. Da kann man doch mal gerade hier sowas hinsetzen. Und dann hier. Und dann EP-Farm. Zack, zack. Und so, oder? Boah, das ist eigentlich ganz geil, die Methode. Da läuft man hier lang. Ja, muss ich denn hin? Ja. Ja, warte mal. Normalerweise müssen wir auch hier noch eins hinsetzen, damit man jetzt so komplett verpeilt ist. Weil bei mir weiß man ja nie. EP-Farm. Yeah, geil. Also das mit den Schildern, Freunde, super Idee, muss ich sagen. Wirklich. Gefällt mir echt gut. Haben zwar leider nur 12 Stück, aber naja, es wird schon ein bisschen reichen. Müssen wir erstmal gucken, wie wir wieder hier hochkommen, bevor wir jetzt 1000 Schilder setzen, ne? Mal gerade hier was setzen. Auf jeden Fall geht's doch hier hoch. Ich meine, wir haben hier nicht umsonst Treppen gemacht. Warte mal, wenn man hier runter geht. Wo ging's? Nee, warte mal, genau. Wir müssen echt hoch. Also. Dann machen wir jetzt mal hier so. Zack, zack. EP-Farm. Schön. Noch eine Fackel machen, damit man es auch ja gut sieht. Ja. Ist halt jetzt die Frage aller Fragen. Aber auf jeden Fall ist hier Wasser. Wir machen jetzt mal gerade auch mal hier eine Fackel hin und ein Schild. So. EP-Farm. Ah, warte mal, ich habe Fail gemacht, weil... So, EP-Farm. Sehr schön. Ja, das kann man echt gelten lassen. Also, mir gefällt das Prinzip. Weiß gerade nur nicht, ob ich richtig laufe. Nee, sieht nicht so aus. Kacke. Tja. Dann mach ich das gerade nochmal weg. Dann ist dieses Schild ja fehl am Platz. Ach, guck mal, das ist ein Zombie. Süß. Zombie und ein Schleimi. Oh. Erstmal was essen. Wenn ich einen Schleimi sehe, dann denke ich immer an Essen. So. Okay, jetzt halt echt die Frage, wo kommen wir denn hier hoch, verdammter Mist, ne? Gut, das wäre noch eine Möglichkeit, muss man mal dazu sagen.
Ja, das sieht sehr gut aus, muss ich zugeben. Passt mal auf, dann müssen wir auch das vordere Schild da gerade mal ändern. Und zwar so, hier wieder was hinsetzen. Zack, zack. Du kommst mal weg. Schön. Ja, warte, muss noch eins nach vorne gesetzt werden. Jawohl. EP-Farm. Zack, zack und zack. Oh, so. Noch eine Fackel am besten. Und zwar genau, ja. Hierhin ist ja im Endeffekt egal. So. Ja, das merkt man sofort. Geil. Okay. Wir werden auf jeden Fall noch einen Gang hier ordentlich machen. Das steht schon direkt fest. Also es ist 100% schon klar, sage ich mal so. Aber trotzdem kann man ja erstmal hier so improvisieren. EP-Farm. Ups. Ja, und wenn wir den Weg gemacht haben, lasse ich die Schilder trotzdem. Ich finde es eine schöne Idee. Also es ist schon optisch sogar einiges. Gefällt mir gut. Ja, warte, wir können auch gerade mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Dann können wir wieder ein paar neue Fackeln machen, weil, naja. Ihr seht ja schon, leider laufen wir wieder auf dem Trockenen, dummerweise. Ein bisschen blöd, aber macht ja nichts. Soweit ich weiß, wenn man angelt, dann kriegt man ja auch Materialien noch für Tränke. Das ist ja auch super. Also wir profitieren schon einigermaßen davon, ne? Und wenn wir noch tolle Verzauberungsbücher kriegen, Alter. Eine richtig geile Waffe. Was man so alles da finden kann. Ich habe ja gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, geht's hier hoch? Ich denke mal ja, oder? Ja, aber wiederum denke ich jetzt mal wieder nein. Aber ja, aber nein, aber doch, aber vielleicht. Ich weiß es nicht. Nö, okay. Verdammt! Kackgegend hier, ey. Ist ja Katastrophe. Ja, die Höhle, die ist echt extrem, muss man wirklich mal sagen. Also, hier sich zurechtzufinden, kann schon nach hinten losgehen. Meiner Meinung nach geht's hier vorne lang. Aber ich bin mir auch unschlüssig. Was geht hier ab? Wasser, ui, okay. Wasser ist nie verkehrt. Ich leuchte trotzdem mal aus, damit hier alles schön hell beleuchtet ist. Warte mal. Sollte hier unten übrigens auch mal passieren, merke ich gerade. Sehr gut. Gehen wir mal gerade hier gucken. Und die haben auch schon wieder schön Eisen. Geil. Ja, und hier links geht's zur Farm. Ist ja ein Traum, meine lieben Freunde. Ist ein Traum, aber ein richtiger Traum. The American Dream. Tja, warte mal, dann machen wir jetzt einfach mal hier gerade. Ach komm, einfach hier so einen sporadischen Weg hier rüber, ist ja scheißegal. Sehr schön, warte, dann machen wir gerade nochmal so. Warte. So, EP Farm. Ja, man läuft dann hier geradeaus. Sieht hier das Schild? Ja, super. Also man kann sich jetzt eigentlich nicht mehr verlaufen, ne? Also ich schon, aber naja. Die meisten halt nicht mehr. Das muss man noch so machen. Ja, das kann man jetzt einfach mal so machen, ist ja egal. Ich denke mal, das sieht man schon irgendwie. Also man ist ja auch nicht, ups, blind. Ah, was drücke ich denn die ganze Zeit? So. Hier oben nochmal ausleuchten, weil man weiß ja Bescheid. Das spawnt ja auch manchmal irgendein Gammel. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, ist zwar ein bisschen unschlüssig, weil die EP-Farm ist ja im Endeffekt hier. Und ich beschreibe sie woanders, aber naja. Das ist jetzt erstmal uninteressant. Man weiß ja erstmal, was gemeint ist, ne? So, normalerweise müssten die ganzen Fackeln jetzt weg. Aber gleichzeitig muss auch der Wasserlauf gemacht werden. Also machen wir erstmal den Wasserlauf, ist ja klar. Sonst wäre es auch ein bisschen blöd, ne? Ach genau, hier muss ja auch noch drei Blöcke nach hinten, fällt mir gerade mal auf. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. Wie viele Blöcke hoch? Nur zwei, okay. 6, 7. Oder warte mal, wie viel ist das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Trotzdem muss das noch weg, weil, ne, Optik und so ist wichtig. Habe ich das unten eigentlich ausgekleidet? Also oben an der Decke? Nee, ne? Werde ich das so lassen? Ich. Nein. Okay. Ja, habe ich schon gemacht, deswegen muss es leider ändern. Alles klar. Machen wir es gerade hier nochmal weg. Ja, ich bin halt ein bisschen extrem ordentlich in so einem Spiel, das muss man echt mal sagen. Schon ein bisschen krank, ich weiß. So. Aber Ordnung ist das halbe Leben, ne? Das Genie überblickt zwar das Chaos, aber naja. Power und Chaos, weiß Bescheid, kriegst halt nicht hin. Hier ist noch mehr, genau. Hier. Das ist ja wirklich so voll die Kriegsmusik, ne? So voll von den Orks abgeguckt, so. Hab ich alles selbst getrommelt, ist ja klar. Sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, meine Freunde. Na, ist alles selbst komponiert natürlich. Alles. Und glaubt mir, das ist halt meine Freunde. Das war ein Witz. Ein Scherz. Ein Scherz. Okay.
Sehr gut, gleich haben wir es schon geschafft. Guck mal hier. Ja, Wasserlauf können wir ja leicht machen. Wir haben ja unendlich Wasser. Beziehungsweise eine unendliche Wasserquelle. Da kann man mal sehen, ne? Also, wenn man gut vorbereitet ist, dann geht das echt gut voran. Wobei ich halt auch sehr schlecht geplant habe, muss ich mal zugeben. Ich wollte ja erst eine andere Farm machen, dann das Umgebaue. Ja, ist jetzt ein bisschen ungünstig oder stressig gelaufen, aber am Ende, wenn es noch schön wird, warum denn nicht, ne? Und wenn wir viel davon haben, beziehungsweise richtig viel EP davon tragen, ich denke mal, dann dürfte es auch zu verschmerzen sein. Bin gerade am Überlegen, ob ich mir erstmal die Kohle hier unten hole. Wäre vielleicht gar nicht so doof, weil wir wirklich gar keine mehr haben oder nur noch sehr, 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 sehr wenig. Ja, komm, wir nehmen die Klapper mit. Wobei, unsere Spitzhacke geht auch schon wieder bös kaputt, ne? Naja, ist egal, komm. Volles Risiko, meine Freunde. Risiko! Kennt ihr übrigens das Spiel Risiko? Noch nie gespielt, aber ich wollte es mal spielen. Auch gut, ne? Kann man mal sehen. Muss man sich eigentlich mal vornehmen. Aber wer spielt heutzutage schon noch Brettspiele? Niemand leider. So, zack, zack. Wobei man die aber niemals vergessen darf. Also Brettspiele machen zusammen echt mehr Spaß als manche Online-Spiele, muss man wirklich mal sagen. Oder als die meisten Online-Spiele, behaupte ich jetzt einfach mal so krass. Aber gut, das ist halt auch immer wieder eine Geschmacksfrage. Hoppala. Muss man ja auch mal dazu sagen, ne? So. Das haben wir geschafft. Das ist doch schon mal sehr geil. Unsere Spitzhacke wird das auf gar keinen Fall überleben. Die wird gleich abkratzen und wir stehen dann doof da. Aber am Ende macht das ja nichts, ne? So, das machen wir jetzt gerade mal hier mit Stein. Ist wirklich ein bisschen dunkel, meine Freunde. Ich weiß es gerade. Tut mir auch leid, aber naja. Da jetzt Fackeln hinzusetzen, macht halt wenig Sinn, würde ich behaupten. Jetzt gehen wir hier noch entlang. Ja, wir müssen eh gleich nochmal raus, weil die Spitzhacke wird das definitiv nicht überleben. Da müssen wir leider eine neue machen. Aber ist ja nicht so schlimm. Eisen habe ich ja hier unten, ne? Ja, genau, habe ich ja. Dann ist ja okay. Oder so, ich habe doch eh ein bisschen gesammelt, oder? Ja, 15 Stück. Das hieß immer schön ausgeglichen. So. Wir brauchen leider noch mehr. Haben ja zum Glück alles hier, ist ja gar kein Problem. Hier mache ich gerade mal. Oh, Alter. Das habe ich jetzt nicht erwartet, muss ich zugeben, ne? So viel Eisen, das ist schon krass gerade. Jetzt weiß ich, was Adam gemeint hatte. Dass ich ja so voll viel Eisen hätte. Ich so, nein. Aber doch, das sieht schon nicht schlecht aus. Klar, es war nicht so viel, wie es in der ersten Staffel war. Aber wenn wir mal überlegen, wie viele Folgen wir gerade mal haben, dann ist das schon extrem, ey. Na gut, weiter geht's. Genug gebabbelt. Ah, warte mal, ich kann schon mal die Eimer mitnehmen, wenn mich nicht alles täuscht. So, genau. Kann ja nicht schaden, die schon mal dabei zu haben. Ich werde zwar jetzt nicht sofort brauchen oder so, aber ist ja egal. Und wieder rein ins Geschehen. Hallo. Fangen wir mal von hier hinten an. Ich habe gar keine Ahnung, wie tief ich da reingehen muss, aber ist jetzt auch egal. Ach, okay, ist ausgeleuchtet. Geil. Gefällt mir. Kannst du mal sehen, ne? Wie weit geht es jetzt hier rein? Bis dahin. Super. Das muss trotzdem noch weggeklatscht werden, weil da ja natürlich auch wieder Stein hingehört. Das ist ja der Klassiker hoch 10. Schöner Bruchstein. Ja, es ist halt wirklich sehr viel Aufwand, was man hier betreibt. Also wenn man das so optisch schön halten will, muss man ja einfach mal so sagen, wäre ja Schwachsinn, wenn man das schönreden würde und sagen würde, ach was, das ist doch keine Arbeit. Nein, nein, das ist jede Menge Arbeit, meine Freunde, aber es wird sich echt lohnen am Ende. Vom optischen her. Ja. Boah, die Musik, die passt gerade genau richtig, ne? Weil ich hier wie ein Zirkusaffe gerade bin. So, zack, 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 zack. Und die Reihe aufbauen. Aber man kann auch wirklich stolz sein, wenn man da wirklich was Ordentliches kreiert hat. Also ich bin da immer zumindest sehr stolz drauf, wenn ich das gemacht habe. Wenn ich natürlich nur so, naja, so schnell, schnell gemacht habe, dann, naja. Gefällt es mir nicht so wirklich. Dann denke ich mir manchmal, ja, hätte ich mir ruhig mal ein bisschen mehr Mühe geben können, ich faules Schwein. Aber so ist das schon ganz okay dann. So wie wir es jetzt halt machen, ne, finde ich. Ja. Ich mache halt auch immer so ein bisschen Etappen und man muss wirklich sagen, also die meiste Zeit verschwende ich echt so privat im Bau, nur mit so optischen Dingen. Da habe ich dann so 5 Farmen stehen, weißt du, die haben dann schon 3000 Jahre gedauert. Und warum? Weil so übelst geil in die Welt aus eingearbeitet aussehen. Und natürlich auch sehr schön, ne? So, nur noch dieses kleine bisschen da. Okay, der Boden muss natürlich auch noch gemacht werden. Ach du meine Güte, ey. Manchmal übertreibt man wirklich selbst und denkt sich so, warum habe ich mir das angetan? Das ist echt so die Frage aller Fragen. Aber guck mal hier, hier geht's jetzt eigentlich, ne? Sehr geil. Die Fackel muss dann natürlich weggemacht werden, ist ja klar. So, das muss jetzt hier noch ein bisschen weg.
Ah, eigentlich nicht mehr so viel. Sehr gut. Da macht man eine neue Fackel. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine weggehauen. So, hier oben nochmal. Perfekt. Bei der Musik kannst du schon bekloppt werden. Ne? Das ist schon irgendwie möglich. Im Bereich des Möglichen. Alles klar. Dann muss hier noch gerade. Das wird witzig, Freunde, wenn ich die ganzen Fackeln wegmachen will. Ich glaube, das wird echt heikel, ey. Da kriege ich erstmal böse auf die Zähne. Aber man weiß ja nie. Vielleicht überlebe ich es ja auch, weil ich bin ja so ein Überlebenskünstler. Hab schon in einigen Folgen stark bewiesen. Nee. Aber egal. So. Sehr geil. Okay, das kann man eigentlich noch offen lassen, weil man will ja auch irgendwann mal wieder raus, behaupte ich jetzt mal. Du musst jetzt leider weg. Okay, nur noch den Boden wegschlagen, Wasser hinmachen und fertig. Ja, man fragt sich jetzt, wieso macht er den Boden ordentlich, wenn da eh Wasser drüber kommt. Aber Wasser ist halt durchschaubar, ne? Ey, ich hab dich voll durchschaut. Und deswegen machen wir es optisch gut. Ihr guckt zwar eh keine Sau mehr rein, aber ist egal. Ist ja, ne, alles für die Gedanken. Schon echt übel, also mit so einer Eisenspitzhacke dauert das schon echt gut lange, muss man wirklich mal sagen, aber egal, wir haben ja Zeit. Und ich sag nochmal eins, Freunde, ich glaube, in der nächsten Folge kann es schon sein, dass wir das fertig gemacht haben und dann gehen wir angeln. Yeah, also ich freue mich da richtig drauf, muss ich zugeben, ne. Was ich da alles drüber gelesen habe, was man da finden kann, also was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, wow. Ist echt extrem, muss man wirklich sagen. Mal sehen, ob wir auch so viel Glück haben. Das wäre schon richtig geil. So ein Glück, ja, so ein Buch mit so Glück drauf oder so, das wäre schon der Hammer, ey. Oder sogar Behutsamkeit. Boah, würde ich mich drüber freuen, ey. Ich würde ein Salto machen. Direkt eine Diamantspitzhacke, zack, Behutsamkeit drauf. Bam, alles abgras, was man hier finden kann. Das wäre meins, ey. Das wäre so richtig das geilste Spielgefühl, das man hier haben kann. Also für mich, ne. Ich farm halt richtig gerne. Und dann hat man auch so Glück drauf. Glück 3, Glück 4, keine Ahnung. Und dann wird das Ganze, was man mit Behutsamkeit abgebaut hat, alles auseinandergenommen. Bah, das wäre geil, ey. Da lohnt sich halt auch ein Keller, ne? Muss man auch mal dazu sagen. So, das machen wir jetzt hier gerade nochmal weg. Super, meine Freunde. Ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.